Das ist jetzt noch ein kleiner Nachtrag, den ich jetzt noch nachträglich aufnehme. Zu dem Video, was ich euch jetzt dann gleich mal, was ich jetzt dann noch machen werde. Und zwar, ich habe hier drei Bausimulator-Videos. Wobei ich davon nur das hier und wahrscheinlich das hier jetzt dann zusammenschneiden werde. Daraus werde ich ein Video machen. Man, an sich will ich zweimal alles an Cut machen, aber in dem Fall werden wir jetzt halt ein bisschen schnibbeln. Wir sehen dann hier noch zwei andere Videos, die noch kommen werden. Dieses Video wird nicht kommen, da der liebe Skytime TV eben nicht möchte, dass ich Videos, wo er oder seine Spielfigur oder sonst was vorkommt, er möchte nicht, dass ich das zeige, weil da hätte ich hier auch noch welche gehabt, die habe ich jetzt auch schon gelöscht. Weil er halt eben da diesen Kindergarten macht und ja gut, wenn er einen auf Kindergartenkind machen muss, dann lasse ich die Videos halt unten. Die ich da jetzt noch zum Hochladen gehabt hätte, es wären glaube ich nochmal drei oder vier Stück gewesen. Kann ich euch leider nicht hochladen. Bedanken könnt ihr euch bei Skytime TV. Nur weil er aus dem Team geflogen ist, meiner Meinung nach zu Recht, ja, macht halt so einen Kindergarten. So, und zwar geht es darum, in diesem Video habe ich halt ein paar Sachen gesagt, in diesem Video zum Beispiel, dass ich versuchen würde, es zu streamen. Ich denke mal, dass das nicht funktionieren wird. Da habe ich mich jetzt auch noch mal im Nachhinein entschieden. Ich werde es wahrscheinlich mit diesem PC jetzt nicht machen. Ja, ich werde mal versuchen, wegen den Aufnahmen, das kann ich mal probieren, aber es wird halt auch nicht so oft passieren, dass ich da was aufnehme. Ich denke mal auch eher nicht. Deswegen nicht darauf achten, was ich da in diesem Abschnitt dann sage. Und auch in diesem Abschnitt hier. Dieser Abschnitt wird nicht kommen, weil ich zeige es euch mal kurz mal. Ich hoffe, das macht er hier auf. Das macht auch hier auf. Perfekt. Ich tue mal ein wenig vorspulen. Passt mal auf, wie das hier leckt. Ihr seht, es leckt hier total. Also sowas brauche ich euch, glaube ich, nicht mit reinschneiden, weil das ist von der Qualität her dann auch doch nichts mehr. Wenn jetzt ihr seht, wie das jetzt hier leckt. Schaut euch mal an, wie der da ruckelt, also das hat echt keinen Sinn. Deswegen werde ich diesen Teil des Videos löschen. Und werde euch einfach nur diese zwei zusammenschneiden und hochladen. Genauso eben wie ich dann dieses hochlade und dieses hochlade. Heißt, drei Stück werden jetzt dann im Anschluss noch kommen. Waren doch nicht so viele, weil ich einen Haufen wegschmeißen musste wegen eben Skytime TV, weil eben er entweder im Teamspeak war oder seine Spielfigur zu sehen war oder wenn man Tab gedrückt hat, dass sein Name zu sehen war und er will ja, dass da gar nichts ist. Er macht da ja diesen Kindergarten, also muss ich leider Gottes, musste ich ein paar mehr Videos leider auf den Müll schmeißen. Ist echt schade. Vor allem schade auch um die Aufnahmezeit. Aber wenn er das halt nicht möchte, kann ich es nicht ändern. In Zukunft ist es aber so, das werde ich jetzt hier auch gleich noch sagen, wenn irgendjemand seine Einwilligung gibt auf ein Video, dass er mitzuhören ist, oder halt allgemein wird es in Zukunft so sein, das muss ich halt irgendwie noch mit als Regel hinzufügen, dass eben dann der Minecraft-Name, beziehungsweise wenn man in einer Aufnahme dabei ist und dass man eben mehr oder weniger auch einwilligt, dass das dann hochgeladen wird und auch oben bleiben wird. Auch weil das habe ich eben mit Skytime auch gesagt gehabt. Und da war auch einverstanden und somit werde ich auch die Videos, die jetzt aktuell von ihnen noch existieren, nicht löschen oder entfernen, sondern die bleiben, aber ich werde halt keine neuen mehr hochladen. Ja, dann werdet ihr jetzt gleich im Anschluss von diesem Teil werdet ihr dann das hier sehen, wobei die Screenshots, die ich euch da zugesagt habe, ich habe leider die von Cameo noch nicht bekommen. Da werde ich also dann nochmal entweder eine Bilderstrecke machen, eine kurze, dass ich da vielleicht nochmal kurz einen Zusatz mache oder halt, ja, keine Ahnung, wie ich das mache. Muss ich mal schauen, wie ich das da machen kann. Ich denke mal wirklich eine Bilderstrecke oder so. Und ja, dann kommt, also es kommt im Endeffekt erst das da, also das mit der Schnauze hier und dann das da. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen, bleibt dran und viel Spaß dabei. Ja, moinsen liebe EOB-Army und herzlich willkommen zum Flugtutorial von dem neuen Flugsimulator Peterbilt. Bausimulator. Nein, Spaß, Leute. Ja, ich zeig's euch mal in der Außenperspektive.
Ihr kennt ja diese wunderschönen Bug, den ich schon mal euch vorgestellt habe. Ja, Cameron und ich spielen hier gerade um ja, 7 Uhr ist aktuell. Seit einer halben Stunde ungefähr haben wir mit diesem Bug zu tun. Ich, wenn mich mit diesem LKW hier zurücksetzt, mit diesem Gespann, dann lande ich immer hier irgendwo random an dem Holzding hier. Ich zeig's euch mal. Ich drücke jetzt mal zurücksetzen, habt ihr kurz Blackscreen und dann landen wir wieder irgendwo random. Tada! Und da kommt teilweise so richtig, richtig geile, lustige Gebilde vor. Ey, was wir da schon am Screenshots gemacht haben. Er backt halt wieder rum. Ich dachte schon, jetzt ist es endlich mal so, dass wir endlich mal bleiben. Nein, er schwebt wieder. Schau mal, was jetzt rauskommt. Oh, er kann sogar den Kopf drehen. Und berührt mir die Vorderreifen im Boden. Was passiert, wenn ich jetzt eigentlich fahre? Stützfüße müssen eingefahren werden. Ui! Es leckt halt einfach nur noch tierisch. Gott, ey. Warte, weiter geht's. Ich dachte mir einfach mal, Leute, ich nehme euch da jetzt mal mit und zeige euch das mal. Was für ein geiles Rumgebacke hier schon wieder herrscht. Oh, wir waren sogar kurz im Boden drin. Das ist halt einfach nur so geil. Diesmal ist übrigens, ihr seht, hier schön Kamele02a unterstrich von YouTube ist auch dabei. Wir haben ja als einfach mal gedacht, wir spielen hier mal ein bisschen, schalten einfach mal ein bisschen ab, ne? Spielen ein bisschen Bossim und dann kommt halt sowas dabei raus. Also gescheit kann man das ja nicht nennen, ne? Ja, das, was wir jetzt gerade hier aktuell haben, ist definitiv nicht gescheit. Und das kurz davor auch nicht, als du meintest, ja komm, gucken wir mal nach einem Bug. Und ich dir dann mit dem M1 reingefahren bin, du dich zurücksetzen musstest und dann angefangen hast rumzubuggen. Wir können generell nicht, Also. generell können wir zwar nicht gescheit spielen. Ja, das hat man gesehen, als ich mit unserem Kran unterwegs war. Aber auf jeden Fall, Leute, ihr seht, wie das hier rumbackt. Das ist einfach nur so göttlich. Ich kann mich noch so oft zurücksetzen. Ich will. Oh, was machst denn du, das Kamin? Selbstmord oder was? Ich bin geflogen. Ihr seht's halt, Leute, egal was wir hier machen. Wir können machen, was wir wollen. Wir können uns noch so oft zurücksetzen. Er verpackt sich immer wieder. Diesmal hat er eine Laterne besonders lieb. Schauen wir mal, wo wir jetzt landen. Zieh dich jetzt mal rein, einfach wie geil das ist. Egal wie oft. Was macht er denn jetzt? Ach, du bist da hinten im Baum. Ja, ich backe hier gerade irgendwo an der Schiene rum. Hey, das ist halt einfach so geil, Leute. Ich meine, wir haben uns da gerade so tierisch schlapp gelacht, weil da eine richtig geile Position vorn war. Warte, 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 warte. Ja, Mach's das. mal so, ich will mal mit dem MAN da reinfahren. Ja, Mann, mach schon mal, fahr mir mal rein, genau. Mal schauen, ob du mich vom Himmel holen kannst. Wo bist du denn? Ach, da hinten bist du immer noch. Zoomen wir mal raus. Hey, lol, du wirst mir auf der Karte nicht mal mehr angezeigt. Ha, ich bin ein Geist. Ghost Mode ist da. So, dann warten wir mal, bis der Kamel uns da reinfährt. Das leckt halt so tierisch in der Aufnahme, aber. Ich dachte mir einfach, ich zeige euch das jetzt trotzdem, auch wenn es lecken wird. Wie Sau. Nichts passiert. Ist halt scheiße, wenn ich jetzt einen Gaming-PC bereits hätte, hätte ich auch die ganze Sache gestreamt. Dann hätte ich den kompletten Verlauf mitbekommen. Aber so zeige ich euch einfach jetzt mal ein paar Minuten hier mal Extreme Bugging made by Bausimulator 2015. Du leckst gar nicht mehr so schlimm. Was ist da falsch? Das ist der Kontakt mit einem MAN. Soll ich den Scania holen? Ich hole den Scania-T, warte kurz. Okay, ich warte hier. Was soll ich denn sonst Ist anderes das das machen? Scania? Was soll ich denn sonst anderes machen, außer hier warten? Probier's mal mit dem Gabelstapler. Versuch mal, ob du mich mit dem Gabelstapler anheben kannst. Jo, gute Idee. Ja, Ich Leute, lasse es das wird Auto übrigens. jetzt da noch ein bisschen abhängen. Es wird übrigens, ich werde schauen, dass ich die Woche dann, also dass ich jetzt ab sofort auch wieder zumindest einmal die Woche einen Stream raushauen kann. Weil wir haben jetzt recht viel mit Server zu tun gehabt und so weiter und da war leider nicht so viel Zeit, weil wir mal ein neues Design für unsere Homepage auch machen.
Ich werde, wie schon gesagt, schauen, einmal die Woche zu streamen, dass ich das wenigstens wieder hinbekomme. Und schau auch mal, dass ich euch mal irgendwann mal Stück für Stück ein paar Videos hochlade, die ja schon auf dem PC gespeichert sind. Pranks und so weiter. Und werde mal gucken, ob ich vielleicht auch mal hin und wieder, wenn wir im Bossum irgendwie was machen, ob ich das vielleicht dann streame, auch wenn es laggt. Ich werde mir die Aufnahme dann mal auf YouTube anschauen. Mal gucken, ob man das, ob das verwertbar ist. Ui! So. Ich hab's noch nicht mal was gedrückt. Okay, warte, jetzt komme ich aber full Mach mal zu Gabelstapler YouTube, okay. Breakdance. Mach mal Gabelstapler Breakdance. Yeah, Gabelstapler Breakdance. Okay, jetzt hol mal Scanity. Ja, Leute, ihr seht es halt, das ist einfach so geil und einfach nur dieses Rumgebacke schon wieder, ey. Ihr wusstet ja noch, ich habe euch da mal ein Video gezeigt, wo ich hier, ich hoffe, ihr seht den Pfeil, wo ich hier mit diesem so einen MAN, wie da hinten steht, mit einem Tieflader rumgebackt habe. Das habe ich euch ja damals auch gezeigt. Und dieses Mal haben wir hier einen wunderschönen Bug. Ich kann ja mal schauen. Wartet mal, Leute. Ah, nee, das geht nicht. Ich schau mal, ob ich euch vielleicht sogar noch am Anschluss dieses Videos eine Bilderstrecke hochlade. Von den Screenshots, die ich gemacht habe, bevor ich jetzt das Video hier gestartet habe. Ja, Da auf jeden schneide Fall ich euch mal könnt ihr zukommen lassen. die ganzen Screenshots rein. Cameron schickt mir auch noch ein paar Screenshots von lustigen Dingen. Und das klatsche ich dann einfach mal alles noch hier im Anschluss hinten rein, sodass jedes Bild mal so 10 oder 15 Sekunden angezeigt wird. Und dann könnt ihr euch mal die ganzen Bilder anschauen. Das ist einfach so göttlich, was da alles schon wieder vorgefallen ist. Wo bleibst Ich denn? glaube, Silvan sieht das nicht, wenn wir mit seinem Scania T da jetzt reinrasen. Silvan, wenn du jetzt das, was du jetzt dann siehst, das ist eine optische Täuschung, das ist ein Grafikfehler. Falls du dieses Video anschaust, und ich denke mal, er wird es anschauen, wenn allein schon, weil der Bausimulator steht. Wir haben deinen Scan hier übrigens sehr pfleglich behandelt. Also wir haben da nichts drauf liegen lassen oder sonst was. Nein, stimmt, wir haben auf der Scania eher Sachen draufgeschmissen. Und durchglitschen lassen. Gott, ey, was wir schon an Scheiße bauen in dem Spiel, ne? Aber am besten war immer noch der Peterbilt, der angefangen hat zu fliegen. Ja, Mann. Das seht ihr dann alles in den Bildern. Ich werde euch diese Bilder auf jeden Fall alle schön hinten dran klatschen. Dann könnt ihr schön seine Bilderstrecke sehen. Und könnt euch dann schlapp lachen. Sag nur, Scheiß auf Schwerkraft. Ich glaube, ich klatsche euch sogar noch. Die besten klatsche ich euch sogar vor das Video schon. Das machen wir ja, genau. So, ich bin jetzt auf der Zielgeraden, sage ich jetzt mal, ne? Jo, er kommt. Wie Komm mit heißt du nochmal, Volldampf. Abo? Volldampf vorbei. Volle Pulle, ey. Ah, da hinten kommt er schon. Es schimmert durch den Bäumen durch. Ich zoome mal raus. Und? Ja, gut, ne? Ich würde mal sagen, das hat nicht wirklich viel gebracht. Gabelstapler muss auch noch dran glauben. Da noch so eine kleine Idee. Kommst du jetzt mit dem Bug ran? Warum kannst du meine Gedanken lesen? Aber teleportiere dich per Taxi her. Oder hier irgendwo in die Ach Nähe. jo, das geht ja auch. Warte, ich muss hier mal eben zusammenfahren. Ja, und der Haken ist wieder irgendwo. Der ist auch immer irgendwo und irgendwo. Das stimmt wohl. Lustig ist, dass der Reifen zur Hälfte im Boden hängt. Auch von der Front der Blinker ist nicht zu sehen. Das ist moderne Kunst. Okay, es hat jetzt 14.000 gekostet. Naja, bei unserem Kontostand ist das ja egal. Hey, Camion, das ist moderne Kunst. Oh, passiert schon mal. Ich hole mal im Schwung. Alter, wie das bei Hoffentlich mir ist das rumpackt. Schwung. Wie das rumpackt. Wie das ausschaut. Gott, ey. Das Spiel ist gerade sowas von verpackt, Leute. Bugs sind das, was das Spiel so interessant macht, finde ich. Irgendwie schon, ne? Hätte das Spiel keine Bugs, hätte ich schon längst wieder deinstalliert. Es gibt einen Grund, warum ich das auf Gaming-PC und Laptop. Oh, installiert habe ich weg, hab beinahe umgekippt mit dem Kran.
Von dem Im Ende, im Echt gibt es ja wirklich eine Möglichkeit, dass du irgendwas so in der Art hinbaust, wie jetzt der LKW von mir ist. Und das trotzdem funktioniert. Ey, wie das ausschaut bei mir, ne? Wie du da rumbackst mit den Mods, ne? Nichts, es hilft nicht. Es hilft nicht. Hey, jetzt müssen wir zu härteren Mitteln greifen. Ich setze mich mal zurück. Hi. Ui. Oh, der Gabelstapler fliegt. Oh, der backt bei mir auch ganz schön durch die Gegend. Wo ist denn der jetzt? Ah, da hinten liegt er. Oh, mein, ich hab hier einen Disco-LKW. Ja, also ich denke, du weißt, was ich meine, wenn ich sage, ich muss zu härteren Mitteln greifen, oder? Ja, ich teleportiere mich mal hier noch ein bisschen rum, ne? Ich kann's ja. Mach das. Ich würde in der Luft liegen. Ich würde Airline spielen. So wie wir vorhin, als wir das Video gestartet haben. Ja. Deswegen habe ich ja gesagt, Flugsimulator Tutorial. Ja. Ui. Leckt halt durch diese Backstunden so hart, ne? Da noch die Aufnahme. Das spüre sogar ich hier hinten. Er dreht sich halt einfach auf den Kopf der LKW und leckt rum. Pass auf. Ihn so bleiben mal wegen, das quält mal. Das Lustige ist, wir liegen auf den Antennen. Antennen sind so stabil, die können den ganzen LKW tragen. Oh, jetzt kommt er. Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Ich mache es kaputt. Ja, komm her, Mann, gib es mir. Doki. Und? Das geht Was nicht. meinst? Versuch mal von unten. Ne? Jo, warte mal. Versuch mal, ob du irgendwie von unten da irgendwie das unten hochbacken kannst. Einfach wie so ein Rambock voll dagegen. LKW packt rum. Ich sehe einfach gar nichts. Die Kamera ist halt einfach in deinem Anhänger drin. Drück, geh mal Komm mit. schon, Spiel! Geh mal zurück. Dreh dich ein bisschen Richtung diese Holzhütte und dann nochmal dagegen stoßen. Ja, und jetzt nochmal zurück zustoßen. Der LKW packt so hart rum. Ja, ich merk's, mein Kran fängt schon an zu wackeln. Versuch mal jetzt von unten drunter. Ja, jetzt fliegt er aus, jetzt flippt er aus, jetzt ist es vorbei, jetzt rast er auch richtig aus. Jetzt, der LKW eskaliert gerade voll. Etwas tiefer leider. Ach Mann, warte mal, ich teleportiere mich mal woanders hin. Da wollte ich aber nicht landen, ne? Ah! Guck mal, wo ich jetzt Okay. gelandet bin. 30.000 Kilometer weit weg. Da hinten. Ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Okay, dann bleiben wir hier mal so. Ich glaube, dass der Hänger verpackt ist, nicht der LKW. Der LKW ist auch nicht vorbei. Der Boah, LKW hatte ich Alter. noch nie Probleme. Den Anhänger habe ich noch nie benutzt. Der Ding war gerade in meinen Führer ausgehangen. Bucky, 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 Lecky, Lecky. Oh, jetzt fängt die Kanne an zu lenken. Ich merk's, du hängst gerade im Holzhaus drin. Oh. Alles Das wird eskaliert, nicht das ganze Spiel einziehen. eskaliert gerade. Oh, leck. Ist der Kran. Das leckere ist total. Jetzt hängst du in mir drin, glaube ich. Warte mal, Oh, warte. ich setze mich zurück.
Oh, jetzt bin ich wieder weit in der Luft. Die Airline ist gestartet. So, und die Innenperspektive. Screenshot gemacht, ey. Oh, in der Innenperspektive schaut das gerade echt ziemlich bedrohlich aus. Man müsste diesen Kran als riesige Steinschleuder nehmen. So mit den Armen, die da ist, und dann so langsam ausrichten und dann einfach auf dich drauf feuern. Da haben wir auf jeden Fall noch einen Screenshot davon. Ja, warte. Ich drehe gerade den Kran, damit das etwas cooler aussieht im Screenshot. Ich habe mir auf jeden Fall noch ein paar Screenshots reingeballert, Alter. Warte, noch nicht zurücksetzen. Stupst mich mal unten mit dem Kran an. Ja, warte. So weit überhaupt? Müsste gehen, weiße. Locker. Warte mal kurz. Easy. Bisschen runter. Genau, stopp, stopp, stopp. Und jetzt öffnen. Da bin ich wieder. So ein bisschen runter hast du gesagt und dann. Weiter vor. Oder bist du maximal? Wenn er nicht weitermacht, bin ich maximal. Ach Scheiße, du bist du maximal, da fehlt nur ein bisschen was. Was? Das will ich mir jetzt angucken, wie viel da noch fehlt. Ein halber Arm ungefähr, also nur so ein halbes Segment. Pi mal Daumen. Dich zurück, vielleicht leckst du mich ja weg. Rücksetzposition ist blockiert, möchtest du dich auf. Nein, nicht aufs Filmgelände. Okay, Das warte muss mal. der Nico sein, der deine Rücksetzposition blockiert. Wahrscheinlich. Bewege mal den Kran weg. Ja, probier mal aus. Und schon lecke ich hier wieder rum. Genau unter dir. Berühr mich mal mit dem Arm. Mein Plan. Oh, Leck. wie das bei mir aussieht. In die Alter. andere Richtung. Ich glaube, ich lecke nicht wegen dir so, sondern wegen den Bäumen. Okay, doch, ich lecke wegen dir. Ich wäre halt nur also schon längst tot, so wie der gerade die ganze Zeit auf den Führerhaus eintrischt. Oh, da ist mein Führerhaus weggelenkt. Aber ich sehe gerade der Hänger, schau mal, der hängt genau in der Laterne drin. Gut, ey. Warte mal, ich setze mich mal zurück. Gefällt mir nicht. Andere Position. Gefällt mir nicht. So. Wie ich die erstmal da wegkicke. Soll ich mich mal aufs Filmgelände teleportieren? Ich Ja, guck mach mal, mal. was dann passiert. Ach man, ich stehe wieder ganz normal da. Oh nein, du hast den Leck kaputt gemacht. Ach Ich Menno. teleporte dich mal hier rüber, dann setze ich mich mal eben wieder in den Ich Hangar hab gerade rein. das Und dann machst Filmgelände. du, dann kannst du ja jetzt mal eben filmen, wie wir den Leck gemacht haben. Okay, warte. Das leckt halt bloß von mir tierisch. Ja gut, aber man kann ja trotzdem halbwegs erkennen, wie der Leck entstanden ist. Und zwar, weil ich dir reingefahren bin, einen Backflip, 360 und einen 180 gemacht habe. Und einen voll verkackt habe. Dann. Wo bist du? Warte mal, bleib dort, wo du bist. Alles klar. Aua.
Fahrzeuge mit Anhängern können nicht geliefert werden, Herr. Ja, dann fahr halt eben schnell hier hoch. Dann lecke ich mich mal. Halt eben rauskriegen. Dann lecke ich mich mal zu dir. Ja, dann leck mich mal. Dann leck. Ja. Du weißt, was ich sagen wollte. Dann leck dich mal zu mir. Dann lecken wir uns mal hoch zu Chameleon. Kann man auch falsch verstehen. Schlapper, schlapper hoch. Ja. Schlapper, schlapper hoch, schlapper hoch, schlapper hoch. Ja Leute, und ich sag's dir auch nochmal, sorry wegen der schlechten Quali, dass es so leckt und so, aber ich muss euch das echt zeigen halt, weil das ist halt, das glaubt mir keiner, wenn ich das erzähle, diesen Bug hier erzähle, dann glaubt mir das keiner. Also irgendwas stimmt da nicht. Hm? Wo bist du gerade? Warum? Bist du gerade vom Filmgelände losgefahren, oder? Ja. Warum höre ich dann deinen Motorsound? Ja, das ist normal. Es ist aber voll verbuggt. Oh, leck. Alter, das ruckelt gerade wie Hechtsuppe, ne? Leute, das müsst ihr euch jetzt leider antun. Tut mir leid, aber das muss ich euch einfach zeigen. Gott, mir tun die Leute so leid, ne, die das wieder anschauen müssen, Alter. Die Lecks sind so hart. Müssen sich das ja nicht anschauen. Jetzt wisst ihr auch, warum mir beim PC nichts kommt die letzte Zeit. Gott, ey. Kannst ja nicht mal richtig fahren bei den Lecks, Alter. Und verfährst dich sogar noch. Jetzt wisst ihr eben, Leute, warum wir nur über PlayStation die Streams erfolgen können. Und ich euch leider auch keine Minecraft-Videos machen kann, während ich jetzt halt irgendwas auf dem Server baue oder sowas. Jetzt wisst ihr es eben, weil das wirklich so hart leckt und das einfach nicht zumutbar ist, sowas. Eigentlich. Aus anderen Grund hänge ich da jetzt irgendwo fest. Gott, ey, das Spiel leckt gerade so hart bei mir, ne? Ja, bei mir. Achso, vielleicht soll ich mal die Rundumleuchten ausmachen. Wenn du schon am Hosten bist. Das bringt aber, glaube ich, auch nicht so viel. Der PC hat einfach eine Drecks-Performance, ist nun mal so. Es gibt auch Leute, die haben nichts Besseres zu tun, als in eine Gruppe um 6.12 Uhr zu schreiben, Fake News, oder? Wer denn? Vor seinem Pandai. Gott, ey. Ja. Und das auch noch in die wichtigen Gruppe unter was Wichtiges, was Tiger geschrieben hat. Ja, der Fakten-Tiger von See gerade die ganze Zeit voll ab. Der wird sich, wenn es weitergeht, weiter verabschieden können. Und Kosan Panda, wenn du das Video siehst, nehme es als Warnung. Du fuckst einen Tigerpanzer mit deinem Verhalten in letzter Zeit ganz schön ab. Mir dann ständig aus dem Channel gehen, wenn er dir was erzählen wird oder sonst was. Leute, ich komme aus der Stadt raus und es fängt an flüssiger zu laufen. Ja, moin. Fahr mir entgegen. Ich dachte, ich soll hier auf den Schienen auf dich warten. Nicht auf die Schienen, fahr mir an den Straßen gegen, ich komme gerade. Ah, jetzt weiß ich, was du vorhast. Ja, warte, ich bin gerade noch am Drehen. Komm, voll drauf. Ach Mann. Komisch, letztes Mal sind wir mehr geflogen, naja. Egal, fahr du mal hinter und hol Schwung und ich komm dir dann entgegen. So, das ist, ach so, da soll ich, ja, okay. Machen wir das auf den Schienen oder auf der Straße? Auf der Straße. Ja, okay, dann muss ich wieder runter von den Schienen. Ich sag Bescheid, wenn ich losfahre. Ja, ich muss auch erstmal drehen, warte mal. Okay, es hat gerade geleckt und ich bin durch die Gegend geschleudert bei den Schienen. Weißt du, da wo die Copy-Paste-Weichen sind. Hm, Copy-Paste, Copy-Paste, Copy-Paste. Da bin ich ja drüber gefallen und bin weggeflogen. Von Standbild zu Standbild. Das Video. Bist du bereit? Nicht auch Daumenkino? Los, bist du bereit? Ja, bin bereit. Bin bereit, bereit. Okay, Vollgas. Bin bei 50, 60. Seh dich immer noch nicht. 80.
Komm, komm, Oh komm. shit, das fängt an zu lecken. Ich hab grad kurz gebackt. Wo bist Wo du? bin ich? Wo bist du? Ah, da bist Wo du. bin ich? Warum ist das nicht zurück? Ach man, hat nicht funktioniert. Aber auf so eine Art haben wir dieses Leck provoziert. Und ich werde euch mal eine andere Art und Weise zeigen. Allerdings will ich, dass es dann leckfrei ist. Das zeige ich euch dann, wenn ich mein Gaming-PC habe. Anfang nächstes Jahr. Dann zeige ich euch das mal wie mit den anderen LKWs, weil wenn er das da macht, dann verdrehen die sich wirklich und fangen dann so dermaßen hartes Lecken an. Also das Rumspinnen halt. So Leute, warte mal, wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich fahre jetzt hier hoch. Dick im Wald fest. Wo bist du jetzt hingefahren? Feststecken. Ah, feststecken. Das ist Zwischen also. Schiene, und Straße auf den Grünstreifen, wo die hohen Bäume aufhören, stecke ich fest. Fahren wir voll rein. Hey, jetzt muss ich erst mal gucken, was du meinst. Einfach weiter die Straße lang. Da kommen dann die Kurve und nach der Kurve Ach ist es so, dann. ja, ich wäre jetzt beinahe in die falsche Richtung gefahren. Warte mal, Straße oder Schiene? Straße. Okay. Und sag dir Bescheid, wenn du dann in den Grünstreifen fahren musst. Weißt du, dass ich nur ein MAN habe? Ich glaube, mit dem Scania wird das besser. Da jetzt halt Achtung nach der Kurve. Jetzt hier, pass auf, ablegen und jawohl, Bums. Ich habe eine Fassrolle geschafft. Ja, definitiv. Warte, ich bin sofort wieder da. Bleib da stehen, ja? Okay, Bleib da ein stehen. Crash machen wir noch, ein Crash machen wir noch und dann beende ich das Video. Na Leute, an der Seite, sage ich euch schon mal die Endabsprache. Ihr könnt euch ja nicht in einen letzten Crash da noch reinziehen. Ich bedanke mich dafür, dass ihr euch das Video angeschaut habt, dass ihr euch das Gelecke gegeben habt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Nicht vergessen, jetzt im Anschluss kommen natürlich dann noch die ganzen Bilder von den ganzen Screenshots, die ich nicht am Anfang schon reingeschnitten habe. Falls euch das Video trotz allem dem gefallen hat, was wir da gemacht haben und ihr auf die Lags kackt und sagt, okay, ist halt nun mal momentan das Problem, dann lasst auch gerne mal ein Like da. Und schaut auch gerne mal bei meinen super YouTube-Kollegen vorbei, auch bei Cameon Let's Play. Den werde ich euch mal unten in die Beschreibung rein verlinken gleich. Und schaut auch gerne mal auf meinem Minecraft-Server vorbei, mc.cc-sw.de. Ist ein super Server, checkt den auch mal gerne aus. Ist in der Open Beta, das heißt, ihr könnt jederzeit drauf spielen. Und solange ihr in der Beta mitspielt, kriegt ihr sogar ein kleines Geschenk. Naja, kleines Geschenk kann man nicht sagen, ich glaube, das ist ja schon ein großes Geschenk. Weil die ist ja ziemlich voll, die Truhe. und ja. Kann mich auch gerne auf meinen Social Networks folgen, etc. Und ja. Da hätten wir nochmal einen wunderschönen Unfall zum Schluss. Ich setze mich jetzt Okay, mal du bist zurück. wieder vorbei. Und was sagt er? Ah, ich stehe wieder auf der Straße. Ja gut, dann war das erstmal, sag ich jetzt mal, ein einmaliges Erlebnis. Du kannst von da vorne nochmal kommen. Bin ich bei. Das war nämlich der Plan. Ich werde wahrscheinlich Februar, März werde ich mir wahrscheinlich den PC kaufen können. Ich hoffe, dass es klappt. Und dann kann ich auch wieder über den PC Videos machen, aber bis dahin. Ja, ich wollte. Wo bin ich? Du liegst auf meiner Motorhaube. Bis dahin müsst ihr euch halt dann mit PS4-Streams begnügen. Wie schon gesagt, ich werde schauen, dass ich zumindest einmal die Woche streamen kann und euch somit wenigstens ein bisschen an Stoff liefern kann. Es ist halt auch immer noch schwer zeitmäßig und alles und ist halt auch immer das Problem. Gerade bei vielen YouTubern und das finde ich halt auch ein bisschen so. Wer weiß, wie es halt nächstes Jahr ausschaut wegen dem blöden Artikel 13. Ich hoffe, dass wir YouTube weiterhin Leben haben. Und dass YouTube so weiterhin auch da sein kann und dieser Artikel 13 nicht durchgeboxt werden kann. Dass ich auch weiterhin für euch da sein kann. Ja, wie schon gesagt, checkt auf jeden Fall diese YouTube-Kollegen aus. Macht es auf jeden Fall. Guckt auf meinen Minecraft-Server vorbei und auf jeden Fall jetzt dann noch die Screenshots. Bis danke fürs Zuschauen. Tschüss, tschüss. Ciao. Ja, warte, da fahre ich aber erst ein Stück zurück, oder?
So, Monsenliebe Eob Army, kurze Blackscreen, da kommt ihr Bild auch schon wieder. So. Willkommen zu diesem kleinen Video. Ja, warum mache ich dieses Video zwischendrin? Und zwar im Chamäleon und ich haben hier, wie ihr hier im Hintergrund sieht, eine Brücke gebaut und dafür wirklich Stunden gebraucht. Und das Video hier wird jetzt im Endeffekt die Premiere festhalten, wie wir dann über diese Brücke fahren werden, weil es ist jetzt nicht mehr viel zu machen. Wir müssen jetzt nur noch Erde hinballern. Wir hoffen, dass das jetzt funktioniert. Danach müssen wir in Kaschban sprechen und dann ist diese Brücke fertig. Und dann können wir über die Brücke fahren. Deswegen werde ich jetzt da mal hinfahren und werde da jetzt einfach mal die Erde hinkippen. Ich hoffe, dass es das annimmt. Kleine Ruckler sind leider dabei, aber nicht mehr so schlimm wie beim vorigen Video. Weil wir haben nämlich jetzt alle LKWs und so weiter, die wir nicht benötigen, haben wir jetzt alle eingelagert. Und somit läuft es um einiges flüssiger als vorher. Bei einem anderen Video, wo ich euch entweder vor diesem Video oder nach diesem Video hochlade, das weiß ich jetzt nicht. Weil ich vorhin eins aufgenommen habe, wo es hier wieder rumgebackt hat. So, wir stehen jetzt hier rückwärts dort. Noch ein Stückchen können wir so. Dann werden wir jetzt mal den LKW ausladen und hoffen, dass das geht, was das annimmt. Und? Schau mal nach. Ich leere es gerade aus. Oh ja, sieht gut aus. Kann ich sogar noch sehen mit niedriger Sichtweite, geil. So, dann drehe ich hier hinten schon mal, um dir dann entgegenzufahren. Was sagt, wie viel Prozent hat er? Warte, ich guck nach. Wir sind bei 3%. 3%. Dann fahr du noch her und kipp du noch hier wegen was hin. Ja, ich bin dabei. Und ich fahr schon mal rüber, um diesen komischen Typen mal zu quatschen. Macht es. So, dann fahren wir in die Innenperspektive und schauen mal, wie das jetzt im Schnellfahren auch dann, wie flüssig das läuft. Weil wenn das flüssig läuft, können wir vielleicht sogar kleine Videos machen. Vielleicht streamtechnisch kann ich es dann auch mal probieren, allerdings ist halt die Grafik dann nicht so gut. Damit müsst ihr halt dann leider vorerst Vorlieb nehmen, bis dann halt der bessere PC da ist. Aber ich könnte euch vielleicht, und erstmal gehen die anfahren, aber ich könnte euch vielleicht ein bisschen hier in das Erlebnis mitnehmen, weil wir eben hier nur die Sonderaufträge bewegen fahren halt. Achtung! Da kommt ein Verrückter um die Kurve. Achtung, Leute. Ah, shit! Auch. Könnt ihr übrigens auch mal auschecken, Chameleon Let's Play, den werde ich euch mal auch in diesem Video noch in die Beschreibung unten reinpacken. Könnt ihr nochmal vorbeischauen und auch mal bei meinen super YouTube-Kollegen könnt ihr auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Habe ich dir das erlaubt? Ihr könnt übrigens auch auf meinem Minecraft-Server joinen, der ist die IPMC.cc-sw.de. Ist ein cooler Server, checkt ihn gerne mal aus. Und solange ihr in der Beta sogar noch reinkommt, gibt es sogar noch ein kleines Geschenk. Und ihr könnt auch mal auf meinem Teamspeak schauen, ts.cc-sw.de oder einfach allgemein auf die Server von mir bzw. mein Netzwerk könnt ihr immer jederzeit drauf joinen, einfach auf die Homepage gehen, cc-sw.de. So, kippt jetzt das einfach mal da hinten in den markierten Bereich. Das ist hier. Ah, es tut sich was. Jawohl, Fahrweise ansprechen. Machen wir doch gerne. So, das war ein hartes Stück Arbeit, aber das Ereignis kann sich sehen lassen. Das Wie Ergebnis. war es ein hartes Stück Arbeit, das stimmt. Hervorragend, eine weitere Zufahrt ins schöne Fuchsberg. Das wird die Stadt und ihre Bewohner freuen. Aber es ist. Macht den Baustellenbereich frei. Kamion, fahr mal raus. Bin ich schon. Standleck, Standleck. WCF, wo bin ich gespawnt? Standleck, 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 Standleck. Also ihr, wenn du kurz warten würdest. Und da ist die fertige Brücke. Hä, wo bin ich? Leute, ich hab's zerlegt. Geh mal schnell ankoppeln, ich warte hier. Wir wollen jetzt Ja, das zusammen. Problem ist, ich weiß, wo mein Hänger hin ist. Ich bin am Andere B Seite. empfangen. Andere Seite. Du musst um die Brücke rumfahren. Wo stehe ich jetzt auf einmal hier? Ich war gerade auf der anderen Seite. Ja, ne? Irgendwie schon.
Zuerst dann hier ist an mir vorbei und dann auf der anderen Seite fährst du dahin, da ist dein Hänger gespawnt. Achso, da hinten die Sachen, die müssen wir mal mitnehmen. Die können auch Lecks verursachen. Ja, die verkaufe ich dann. Ich stelle mich hier schon mal bereit. Wollen wir als Konvoi drüber fahren oder wollen wir nebeneinander drüber fahren? Nebeneinander ist cooler. Dann müssen wir aber in die Außenperspektiven gehen. So. Ich stehe bereit. Ja, das Chamäleon braucht immer ein bisschen länger. Die Primäre startet. Unsere Brücke, die wir stundenlange aufgebaut haben, werden wir jetzt dann überqueren und einweihen. Würde eher sagen, nächtelang. Ja, kann man schon fast sagen, ja. Das hat sehr viel Zeit gefressen, auf jeden Fall. Mehr als eine Nacht. Wir haben ja schon mal eine Nacht dran gebaut. Aber wenn ihr mal bedenkt, die halbe Nacht, die ihr Ja. dieses Mal scheiße gebaut habt, wahrscheinlich die halbe Nacht, die ihr letztes Mal scheiße gebaut habt, ergibt nur eine Nacht Bauzeit. Wir haben ja immer Nein, sie haben es geschlossen. meistens haben wir auch die Scheiße gebaut, während wir nebenbei was gebaut haben. So, da kommt das Chamäleon. Genau, Chamäleon, ne? Genau. Chamäleon. Tarnexperte auf jeden Fall. Dann stelle ich mich mal hier ein bisschen besser hin. Und dann fahren wir hier schön gemächlich mit euch zusammen hier über diese Brücke drüber. Und werden uns Weißt du, wie hält das aus? Ich bin noch beladen. ja, gut, die haben wir gebaut, ne? Gasbau drauf. Ja, es könnte schwer Okay, werden. dann Könnte fahren eng wir doch werden. mal gemächlich hier über die Brücke drüber. Einfach mal voll drauflaschen, wie gesagt. Hagel! Du kommst, wie ich davon ziehe. Oh, ah, jetzt gibt's hier aber eine nette Kreuzung, die haben wir aber nicht gebaut. Ja, ne? Aber ich meine den in dem schwarz-rot lackierten. So Leute, somit haben wir die Primäre vollzogen. Wir sind über die Brücke gefahren und haben sie somit eingeweiht. Zusammen mit euch. Ja, ihr könnt ja mal gerne, wenn euch das. Die bleibt jetzt, ja. Weil es ein Sonderauftrag war und Sonderaufträge werden gespeichert. Komm, ihr müsst gleich nochmal drüber fahren. Ich werde auf jeden Fall mal versuchen, ob ich Bausimulator streamen kann mit dem PC. Ich kann es euch aber nicht versprechen, dass es lagfrei funktionieren wird. Wir werden dann einen weiteren Sonderauftrag machen. Und Wir können doch mal gucken, welcher das sein könnte. wir haben auch ein weiteres Projekt am Start, wo wir jetzt nicht weiter drauf erstmal eingehen werden. Das müssen wir nämlich noch vorbereiten. Das wird wahrscheinlich auch erst nächstes Jahr starten. Hat aber mit diesem Spiel auf jeden Fall zu tun und Chameon und mir zu tun. Und nochmal zwei weiteren YouTubern zu tun. Wenn ihr YouTuber seid und habt Bock an so einem Projekt mitzumachen, meldet euch einfach in den Kommentaren oder mir einfach eine E-Mail oder sowas schreiben. Oder mir halt einfach so irgendwie Bescheid geben. Und ja. Ihr könnt auch auf dem Teamspeak joinen. Wäre auch eine Möglichkeit. Und einfach dann halt mit Princess Raya reden, beziehungsweise Eob, dann wissen die Leute normalerweise schon Bescheid. Aber ihr könnt auf jeden Fall gerne mitwirken. Zwei Leute werden aktuell noch gesucht, sicher gesucht. Kamea muss wieder gleich Scheiße bauen und legt sich auf den Kopf. Okay, so war das nicht geplant. Ja, da kann man nicht mehr in Ruhe ein Video aufnehmen, ohne dass du gleich wieder mitten im Video Scheiße bauen musst, ne? Aber, ich suche sie wirklich mal, ob die transformieren. Mal schauen, wie das mich doch, wenn ich so wenig Schlaf hab. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Mann, ey. Sorry. Aber ich sehe gerade, die Straße ist nicht auf der Karte eingezeichnet. Ja, das muss so. Das ist eine. Das ist. Wir haben ja noch kein Kartenupdate runtergeladen. Ach so ist es, ah. Ja, GPS braucht ja auch Updates. Google Earth noch nicht übernommen worden. Genau. Ja. Ja, auf jeden Fall, wir so suchen, wie schon gesagt, mindestens auf jeden Fall einen, aber eher da zwei Leute, die dann auch mitmachen wollen, die einen eigenen YouTube-Kanal haben und dort eben das dann auch auf ihren YouTube-Kanal streamen würden, weil es soll dann sozusagen von verschiedenen Blickwinkeln ansehbar sein. Daher auf jeden Fall, wenn da was Interesse besteht, einfach Bescheid geben. Ja, dann schaut gerne bei meinen Super-YouTube-Kollegen, wie schon gesagt, vorbei. Checkt auch mal gerne mein Merch aus. Und dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Lasst gerne einen Daumen da. Wenn ihr neu seid, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Da kommt Chameon, um einen weiteren Unfall zu verursachen. Und er zerlegt sich
wieder. Ja, danke und tschüss.